Hallo ihr lieben Heiko, ist hier. Ja, einmal im Jahr kommt es vor, dass ich mich bewusst vergewaltigen lasse. Heute war ein Tag davon. Total interessant, was passiert. Seit weit über 10 Jahren bin ich komplett clean, abstinent. Ich meine nicht vom Alkohol oder anderen Drogen, sondern in dem Fall speziell von Nachrichten jeglicher Art, ganz, ganz, ganz konsequent. Alle, die mich kennen, wissen das. So, in meinem Sportstudio, kleines Studio, da ist ein Radio. Im Normalfall lege ich meine Musik dort ein. Wenn ich reinkomme, da ist Radio an, die Manipulation, die Propaganda kann ich nicht ertragen, können wir uns einigen. Das war irgendeine, oder such dir irgendeine Musik aus, aber muss nicht laufen mit Radio. Die meisten, also im Normalfall ist das alles okay, geht jeder drauf ein. So, heute bin ich reingekommen, sind im Berliner Raum, da gibt es einen Sender Star FM. Und ich habe gedacht, okay, lass den mal laufen, bleibst heute ohnehin nur eine halbe Stunde beim Sport. Was passiert, es kam Nachrichten. Also was für viele Leute so normal ist, weil es achtet gar keiner mehr drauf. Es wird also dort dann nachgerichtet. Da haben die Tatsache gesagt, also quasi unmittelbar vor den Nachrichten, war letzte Reklame, warte, kurz davor. Also das haben sie schon nachgedacht über ihre Auffrischungsimpfung, ihre Corona-Auffrischungsimpfung. Ist die denn noch aktuell? Wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker, weil Sie können jetzt in Verbindung, weil jetzt die Expertenkommission sagt, Bundesgesundheitsministerium rät an, das dachte ich gar nicht richtig, dass Sie jetzt mit der Grippeschutzimpfung, weil jetzt kommt ja die schlimme, böse Jahreszeit, können Sie gleich in Verbindung zu sich nehmen. Habe ich gedacht, Wahnsinn. Also im Endeffekt ist ja alles schon entzaubert. Also alles entzaubert. Ich erinnere nochmal dran, ihr sterbt alle, wenn ihr nicht geimpft werdet. Okay, jetzt seid ihr geimpft. Nee, reicht nicht aus, ihr braucht 2. Oh, jetzt haben wir aber festgestellt, dass die Ungeimpften ja letztendlich auch die Geimpften anstecken können. Also müsst ihr nochmal geimpft werden. Also den Dauerbooster-Abo ist ja bekannt. Viele rennen ja heute noch damit rum. Also im Sommer siehst du dir die Arme hochgekrempelt. Dann hast du noch die Aufkleber, wo Bratwurst, Currywurst, Döner, Hamburger, Los von der Lotterie draufsteht, Fahrrad, was auch immer, wo sie da alle mitgemacht haben. So, und jetzt ist aber spannend, dass letztendlich die immer noch weitermachen. Also im Endeffekt werden zu ihr gehen, dass es Impfschäden gibt. Also das ist ja die Dunkelziffer, wenn man es schon zugibt. Also alle haben gelogen. Lauterbach und die anderen Laiendarsteller, die Politdarsteller, die Vertreter der Pharmaindustrie, die Interessenvertreter, Zeichnungsberechtigte früher, alle draus, Todesfälle ohne Ende. So, infolge von den Corona-Impfungen. Egal, die brauchen trotzdem weiter. Und wir haben es ja damals schon gesagt, dieses Genexperiment muss ja weitergehen. Ganz wichtig, die DNA muss ja umgebaut werden. So, jetzt kamen die Nachrichten, war der Hammer. Sagen die, ja, es gibt eine neue Studie, die besagt, es gibt Unterschiede zwischen Menschen, die zufrieden und unzufrieden sind. Und zufrieden, haben da die Studie festgestellt, sind vorrangig Akademiker und Zuwanderer. Also nicht Flüchtlinge, nicht Einwanderer, sondern Zuwanderer. Und teilweise unglücklich sind Alleinstehende mit Kind und Arbeiter, normale Arbeiter. Also der verblödete deutsche Arbeiter, so nach dem Motto, der hat ja nicht das Bewusstsein wie die tollen Akademiker. Nicht falsch verstehen, ihr wisst, ich will jetzt da wirklich nicht werden. Ich sage nur Bakti, Schiffmann, wie sie alle hießen, ich kannte die ja alle auch persönlich. Die erkennen ihn dann durch die großen Demos, alle super nette Leute. Man kann die nicht alle über den Kamm scheren, weiß ich. Aber der größte Teil der Akademiker sind ja genau die, die bis heute noch das Fähnchen hochziehen, weil sie glauben, staatshörig sind, weil sie glauben von den Professoren ihrer Universitäten, die ihnen irgendwann mal erzählt haben, dass es so ist. Und genau umgedreht, der normale Bürger ist der, der teilweise nachfragt, hinterfragt. Und ich kam mir so vor wie in Matrix, in dem Film, aber in dem Fall die Position des Neos oder Morpheus ist ja sekundär. Fakt ist eins, ist total interessant, wenn du diese Position einnehmen kannst und dich umguckst. Du bist also in der Matrix, so wo Neo ja auch drin war. Und für die Leute, die da alle rumgerannt sind, die gegessen haben, telefoniert haben, alles Mögliche gemacht, Liebe gemacht haben, was auch immer die da alle gemacht haben, war es ja nur eine Illusion. Sie waren ja Teil der Matrix, das ist überhaupt gar nicht die Realität gewesen. Aber du konntest es trotzdem wahrnehmen, aber weil du hast Achtsamkeit, du hast eine Distanz dazu. Ich nenne das jetzt einfach mal weltlich betrachtet Simulation, und zwar Demokratie-Simulation. Und die Masse merkt das noch nicht mal. Also da läuft Radio, unbewusst werden die Botschaften reingehämmert. Ist ja nicht nur dort, im Internet, überall. Mir war bloß bewusst, ich meine, ich bin gerade da, höre seit einem Jahr erstmal Radio und da kommt ein Propagandading nach dem anderen. Das könnt ihr euch vorstellen, so wie innen, so auch außen, was in der Matrix denn draußen los ist. So. Aber
Hört euch unbedingt die Sprachnachricht heute an. Haben wir auf YouTube extra hochgeladen. Da spreche ich über den inneren Frieden, über den anderen Weg. Und das war schon immer der Weg, der existiert, weil du musst erkennen, dass du in der Matrix dich befindest. Erst wenn du erkennst, dass du schläfst, dann kannst du erst erwachen. In diesem Sinne, alles Liebe, musst du raus, hört bitte ganz gut drauf, ihr Lieben. Euer Heiko.